Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice, Makroorganisation. In LibreOffice werden Makros in Module, die Module in Bibliotheken und die Bibliotheken in Containern gruppiert. Eine Bibliothek wird gewöhnlich als Übergruppierung entweder für eine Sammlung von Makros oder für eine ganze Anwendung verwendet. Module werden gewöhnlich in Funktionen wie zum Beispiel Benutzereingaben und Berechnungen unterteilt. Individuelle Makros sind Subroutinen und Funktionen. Ein Container enthält ein oder mehrere Bibliotheken und jede Bibliothek ist in einem Container enthalten. Eine Bibliothek enthält keine oder mehrere Module und jedes Modul ist in einer Bibliothek enthalten. Ein Modul enthält keine oder mehrere Makros und jedes Makro ist in einem Modul enthalten. Verwenden Sie Extras, Makros. Makros verwalten LibreOffice Basic, um den Dialog LibreOffice Basic Makros zu öffnen. Es werden alle verfügbaren Bibliothekscontainer in der Liste Makro aus angezeigt. Jedes Dokument ist ein Bibliothekscontainer, der in der Lage ist, mehrere Bibliotheken aufzunehmen. Die Anwendung selbst fungiert als zwei Bibliothekscontainer. Ein Bibliothekscontainer für Makros, die mit LibreOffice geliefert werden, LibreOffice Makros, hier, und ein Bibliothekscontainer für die persönlichen Makros. Meine Makros, und zwar hier. Die LibreOffice Makros sind mit dem Runtime-Code der Anwendung gespeichert, die normalerweise nicht bearbeitet werden können, solange sie nicht als Administrator angemeldet sind. Dies ist auch gut so, da diese Makros nicht geändert werden sollen. Sie sollten auch ihre eigenen Makros nicht im LibreOffice-Container speichern. Solange Sie Ihre Makros für ein einzelnes Dokument und nur in einem einzigen Dokument benutzbar machen, werden Ihre Makros am sinnvollsten im Container Meine Makros gelagert. Der Container Meine Makros wird in Ihrem Benutzerbereich oder Verzeichnis Home gespeichert. Wenn ein Makro in einem Dokument enthalten ist, wird ein aufgezeichnetes Makro versuchen, in diesem Dokument zu arbeiten, vor allem wenn es This Component für seine Aktion benutzt. Jeder Bibliothekscontainer enthält eine Bibliothek namens Standard. Es ist besser, eigene Bibliotheken mit aussagekräftigen Namen als die Standardbibliothek zu verwenden. Diese Namen sind nicht nur einfacher zu verwalten, sondern Sie können diese auch in andere Bibliothekscontainer importieren, während die Standardbibliothek nicht importiert werden kann. LibreOffice erlaubt es Ihnen, Bibliotheken in einem Bibliothekscontainer zu importieren, aber es ist nicht möglich, dass Sie die Bibliothek namens Standard überschreiben. Wenn Sie Ihre Makros in der Standardbibliothek speichern, können diese nicht in einen anderen Bibliothekscontainer importiert werden. Genauso ist es ratsam, aussagekräftige Namen für Ihre Module zu verwenden. Standardmäßig verwendet LibreOffice Namen wie Modul 1. Es steht Ihnen frei, Ihre eigenen aussagekräftigen Namen zu verwenden. Wenn Sie Makros erstellen, müssen Sie auch entscheiden, wo diese abgespeichert werden sollen. Das Abspeichern eines Makros in einem Dokument ist dann nützlich, wenn das Dokument weitergegeben wird und Sie wollen, dass das Makro im Dokument enthalten ist. Makros, die im Anwendungsbibliothekscontainer namens Meine Makros gespeichert sind, sind dagegen global für alle Dokumente verfügbar. Makros sind erst dann verfügbar, wenn die Bibliothek, die sie enthält, geladen ist. Die Standardbibliothek und Template-Bibliothek werden jedoch automatisch geladen. Eine geladene Bibliothek wird anders als eine Bibliothek, die nicht geladen ist, angezeigt. Um die Bibliothek und die enthaltenen Module zu laden, klicken Sie doppelt auf die Bibliothek. Das war User Power for Home Screencast. Ciao und viel Glück!